Ja, ich hoffe schon. Also es wird sich jetzt dann am Sonntag zeigen gegen Ingolstadt. Wir hatten einen guten Test gegen Gladbach, wo wir richtig gefordert wurden und wo wir auch gut dagegen gehalten haben. Und natürlich auch eine gute Trainingswoche oder zwei gute Trainingswochen, wo wir uns nochmal gut vorbereiten konnten auf das Spiel für Sonntag. Ist schon ganz in Ordnung, würde ich mal sagen. Klar, wir hatten das eine oder andere Spiel vielleicht etwas Pech, aber im anderen hatten wir dafür umso mehr Glück. Wir wissen auch, dass wir noch nicht so spielen, vielleicht wie wir uns das vorstellen, aber im Grunde genommen sind es jetzt schon Punkte, die was auf unserem Konto sind und die was uns sicher gut tun werden und natürlich auch ein bisschen Schub geben für unsere Spielweise. Ja, also im 4-2-3-1-System, was wir meistens spielen, natürlich klar der vordere Stürmer. Aber wie gesagt, ich glaube, im modernen Fußball gibt es nicht mehr als Stürmer vor allem auch nicht, dass man irgendwie vorne wartet und wartet, bis die eine Flanke reinkommt, sondern alle 11 müssen nach hinten verteidigen, alle 11 müssen nach vorne angreifen. Und ich bin eben so ein Typ, der was, wenn man mal 1-0 führt, dann möchte ich das auch über die Runden bringen und spare mir vielleicht lieber diesen einen Sprint nach vorne als und mache lieber diesen einen Sprint nach hinten nochmal, um da auf die Null hinten zu halten. Aber wie gesagt, natürlich als Stürmer möchte man natürlich auch gerne treffen und das werde ich ja jedes Spiel weiterhin probieren und bin mir sicher, dass es das bald wieder klappt auch wieder. Schon was Besonderes, vor allem wenn man wieder die alten Gesichter wieder trifft. So viele sind es ja leider nicht mehr. Ist heutzutage leider so, dass im Fußball das alles sehr schnell geht. Aber es gibt schon noch einige Jungs und auch vom Staff ein paar Leute, mit denen ich mich sicher austauschen werde nach dem Spiel. Und letztes Jahr hatten wir zweimal gewonnen gegen sie und diese Serie würde ich gerne weiter fortsetzen und mal sehen, was am Sonntag passiert. Ja, ich denke, so wie jedes Zweitligaspiel, es wird wieder von Anfang an Kampf um jeden Meter werden und wo man sich erst reinkämpfen muss und vielleicht erst auch in der zweiten Halbzeit mal dann vielleicht auch spielerisch Sachen lösen kann, weil ich weiß oder ich gehe mal davon aus, dass Ingolstadt sicher auch wieder im Pressing spielen wird. Sie haben sich im Sommer, glaube ich, gut verstärkt, vor allem in der Offensive, deswegen ist es sicher ein sehr guter Gegner. Und Ingolstadt selber an sich, glaube ich, sind jetzt auch gestartet mit 5 Punkten. 5 Punkte und ich glaube, die hatten sich auch was anderes vorgestellt, deswegen sind die auch ein bisschen unter Druck. Aber wie gesagt, es kann in beide Richtungen gehen, aber das ist so wie bei 17 anderen Mannschaften in der Liga. Es wird wieder eine enge Saison werden, wobei ich Ingolstadt schon dazu traue, dass sie sich hier vorne mitspielen können. Ja.